So, bei der vermeintlichen Kreuzwegfeste treffen wir auf einen Nekromanten. Mal gucken, wo wir langkommen oder wo wir jetzt gerade sind. Kelgas Stellung als Stadtteil von Kreuzweg. Kelga? Kelga ist cool. Den kennen wir aus dem Hauptspiel. Oh Gott, wir sind ja ganz. Wir sind ja in Tiefwasser, sind wir. Lylon. Ja, das ist nicht ganz Tiefwasser. Da ist die Kreuzwegfeste. Tiefwasser müsste, glaube ich, da sein. Oh, ist noch weiter südlich. Krass. Lylon, eine kleine Bergbaustadt in der Nähe des Totensumpfs, macht entlang der gesamten Handelsstraße Geschäfte. Okay. Sind wir plötzlich in der Gruft rausgekommen. 50 Meilen von der Kreuzwegfeste entfernt. Handelsstraßenpatrouille. Ja, die Kreuzwegfeste. Lylon entdeckt. Ihr nähert euch dem Dorfplatz von Lylon, einer kleinen Bergbausiedlung, in der gelegentlich die Betriebsgeräusche einer Schmelze in der Ferne der Stille durchsickert. Okay. Können wir mit denen Handel treiben? Im Marktbildschirm können sie im Laufe ihres Abenteuers Fracht kaufen und verkaufen. Jede Art von Fracht, die sie transportieren, wird in einer Zeit dieses Bildschirms aufgeführt. Neben jeder Fracht erscheinen folgende Spalten von links nach rechts. Stadtbestand. Genau, so Fracht in der Stadt, die sie zu unserer Besuchung eingelagert ist. So, das heißt, wir können jetzt Sachen kaufen hier. Gruppenbestand. Das heißt, die Häute zum Beispiel kann ich hier loswerden. Und kann da richtig Geld kriegen dafür. Das heißt, zum Beispiel Erz haben wir jetzt richtig. Ist richtig günstig hier. Aber lassen wir das Erz mal hier von Anfang. Okay, wir haben in der Stadt Handel gemacht. Fünfhundert Gold? Ne. Dann raste ich lieber. Ich weiß, dass eigentlich ist es sogar besser. Ups. Wenn ich direkt hier hausiere. Für 8 Stunden. Dann sind wir nämlich voll geheilt. Rast abgebrochen. Achso, 8 Stunden sind vergangen, okay. Deswegen. Scheiß Troll. Versuchen wir mal zu verhandeln. Mal einschüchtern. Aber der Jetzt macht er mich aber haben wir eigentlich Feuer? Aber direkt schon einer tot, auch krass. Wir sind in Gefahr. Wir brauchen Feuer. Machen mich jetzt die Trolle platt oder was? Kommando, Angriff! Da unten ist auch wirklich zu nichts Nutze, ne? Also das ist wirklich cool.
Mario Evoco. Ne, das haben wir schon verloren. Ich sehe schon kommen. Können wir direkt laden. Scheiß Trolle, ey. Das sind die schlimmsten Gegner, die man kriegen kann. Auf dem Feld. Du kannst nicht gegen Trolle angehen. Das geht nicht. Ja, ich will auch nicht in diese scheiß Stadt, Mann. Wir wollen zur Kreuzwegfeste. Das ist im Moment unser Ziel. Ups, wir haben doppelt Soundtrack gehabt. Aber die Kreuzwegfeste genau zwischen Tiefwasser und das Hochfels. Cool, wir treffen wieder auf alle Städte. Hochfels gefunden. Gelegentlich durchdringen Mönch Möwenschrei die chaotische Geräusche der Seeleute, die Schiffe löschen. Das ist euer erster Eindruck von Hochfels, der größten Hafenstadt in der Nähe von Kreuzwegfeste. Gut, haben wir das entdeckt. Wir können mal handeln mit denen. Man kann also Sachen verkaufen und kaufen. Da ist die Kreuzwegfeste, genau in der Mitte. Ach, haben wir es geschafft. Vor euch liegt die Kreuzwegfeste, die einstige Bastion des legendären Ordenshauptmanns. Ja, der extrem böse ist. Uhuhahaha. Ich weiß nicht, ob das Spiel hier drauf Position nimmt. Zumindest hoffe ich, dass man was einstellen kann. So. Ach, es sieht noch genauso aus. Ist ja geil. Und wie geschäftig das ist. Ah, und das Sasani. Sehr schön. Und Kelga, die kennen wir. Ich versichere euch, Meister Kelga, dass mein Angebot aufrichtig ist. Ich lasse mich nie von gestelzten Reden beeindrucken. Was unterscheidet euch vom letzten Paar, das hier durchgezogen ist? Ich besitze das nötige Gold, wenn ihr darauf hinaus wollt. Ich gehe davon dass die Summe ausreicht, um Gebäude zu erwerben, die ich benötige. Ei, mehr als genug. Solche Münzen können aber an anderen Orten noch viel mehr bewirken. In Tiefwasser oder Sembia zum Beispiel. Das mag sein, Meister Kelga, aber die Möglichkeit hier sind zu vielversprechend, um sie außer Acht zu gelassen. Ich habe außer äußerst fähige Personal und mit Hilfe meiner Angestellten erwarte ich einen wahrlich herausragenden Gewinn. Ich weiß nicht, Schätzchen. Lady Sasani, das Land und die Feste herum ist ziemlich rau für ein paar Karawanenwachen, wisst ihr? Dann ist es ja gut, dass ich keine Karawanenwache bin. Ha. So saht ihr eh nicht aus. Ich bin in der Feste, wenn ihr mich mal besucht. Ihr seid im Geschäft, Lady Sasani. Die Gebäude gehören euch, also nutzt sie so gut ihr könnt. Vor allem, weil ich Lord Nashi darüber Bericht erstatten muss. Also er ist anscheinend sehr toll in seiner Rolle. Schön, dass Kelga überlebt hat. Das finde ich cool. Weil wir wissen, dass Kelga ja alle die Mask of the Betrayer gelesen haben und gesehen haben von mir, wissen, dass Kelga ja irgendwie rausgekommen ist, aber großteils leider gestorben. Ihr seid zu spät, was denn passiert? Das Portal hat nicht funktioniert. Es gab Verzögerung. Verstehe. Komm, setzen wir unsere Unterhaltung in unserem neuen Hauptquartier fort.
William, wenn, okay. Das hat sich also nichts verändert hier. Sind also immer noch Leute hier. Sogar Jacob hier ist noch da. Sehr schön. Oh, wie alles hier noch da ist. Aber das Haus ist neu hier. Das finde ich cool. Das finde ich ein richtig schönes Flashback hier. Wenn ihr irgendetwas braucht, lasst es mich wissen. Okay, was hast du denn da Schönes? Erstmal kriegst du das Zeug, was ich nicht mehr haben will. Schild zum Beispiel ist eigentlich scheiße. Könnt noch einen schönen Gürtel brauchen. Aber nicht so einen einfachen. Ein 5-Euro-Umgang. Ganz ehrlich, das Geld spare ich mir für was Gutes. Huch, warum ist das Licht weg? Das ging ja schnell. Händlerhauptquartier, okay, da sind wir hin. Wollen wir mal gucken, was das Sani will. Da ist ein Portal. So, habe ich hier Nasirin, Variel. Wir wissen auch, dass ich habe die Namen nicht mehr drauf. Wir wissen, dass der eine dunkle Magier, der Hexenmeister, auch noch überlebt hat. Dieses Geschäft ist noch nicht so weit, wie ich gehofft hatte. Wie auch immer. Mit den richtigen Methoden kann man jede Herausforderung meistern. Doch es gibt eine noch wichtigere Aufgabe, meine vermissten Partner. Ich möchte, dass ihr nach Norden in die Stadt Niewinter reist und Vertreter des Zirkels der Freunde, der vergessenen Lords oder der schicksalhaften Winde trefft. Das sind die drei einflussreichsten Handelsgesellschaften dieser Region und sehr wahrscheinlich hatte mindestens eine mit meinem Partnern zu tun. Findet heraus, was sie wissen und... Das bringt doch nichts. Wir sollten keine Zeit und Mittel darauf verschwenden, nach dem Schicksal dieser Partner zu forschen. Statt uns zu sorgen, sollten wir lieber die vielen Geschäftsmöglichkeiten... Ich bin keine Närrin, Nasirin. Auch nicht, seit wir Samarok verlassen haben. Ich kenne Möglichkeiten und habe nicht vor, sie zu vernachlässigen. Zusätzlich zu dieser Suche sollt ihr auch einen Handelsposten in einer der Städte um die Feste errichten. Hochfels, Donnerbaum, Phandalin, Leylon oder Niewinter selbst. Das wird die Verluste ausgleichen, die wir bei unserem Transfer aus Samargol gemacht haben. Das ist unser erster Schritt. Hier sind 100 Handelsbarren. Kauft damit, was ihr zum Errichten des ersten Handelspostens benötigt. Dieser Ort ist beeindruckend. Ja, und das erhärtet nur meinen Verdacht, dass meine Partnern ein Unglück zugestoßen sein könnte. Diesen Ort einfach zu verlassen, ergibt keinen Sinn. Werdet ihr jemals nach Samara zurückkehren können? Wenn wir hier an der Schwertküste Erfolg haben, dann glaube ich schon. Wohlstand deckt doch viele angebliche Verfehlungen zu. Und die Beamten von Samargol sind immer noch erfreulich empfänglich für Bestechung. Ja, Erfolg zum Handel. Was möchtet ihr wissen? Was mache ich mit Handelsbarren, wenn ich welche habe? Außer mit ihnen Waren zu kaufen und zu verkaufen, könnt ihr Handelsbarren auch gegen Gold tauschen. Das Tauschverhältnis ist nicht 1:1, aber es ist mehr als fair. Zusätzlich werden die Handelsbarren, die ihr abliefert, in Projekte außerhalb unseres Geschäftsfeldes investiert. Wie zum Beispiel die Verbesserung unseres Unternehmens hier in der Feste. Okay. Was möchtet ihr wissen? Was passiert, wenn ich keine hab? Wenn ihr in dieser Gesellschaft arbeitet, steht euch ein monatliches Gehalt an Handelsbarren zu. Die Höhe dieses Gehalts hängt allerdings davon ab, wie es der Gesellschaft geht. Okay, also ich krieg also immer mehr Handelsbarren dazu. Wie gründe ich Handelsposten? Besucht einfach eine der anderen Städte in dieser Region und sprecht mit der örtlichen Regierung. Meistens gibt es eine Gebühr. Was möchtet ihr wissen? Möchten Sie mehr wissen? Ja, okay. Jetzt können Sie in den Städten entlang der Schwertküste Handelsposten bauen. In der Stadt. Gelten einige Voraussetzungen für den Bau von Handelsposten. Besuchen Sie... Genau. Sie können zwischen zwei Orten, die was Handelsposten haben, eine Karawane einrichten. Die reist dann zwischen beiden hin und her. Und bringt Handelsgesellschaft jedes Mal Gewinn. Sie können jederzeit nach Kreuzwegfesten zurückkehren und sich Einnahmen abholen.
Von einem Handelsposten aus können sie Frachtgüter nach Kreuzwegfeste transportieren, um Platz für mehr Fracht zu schaffen. Jeder Handelsposten wird von einem Händler geführt, der ihnen nützliche Güter verkaufen kann. Okay, das ist ein kleines Strategiespiel, was sie jetzt eingebaut haben. Das ist interessant. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Und wir erforschen noch weiter die Kreuzwegfeste und so. Das wird cool. Mitarbeiterverzeichnis. Was für ein dämliches Buch. Dieses Buch scheint von der Beleidigung nicht beeinflusst zu sein. Das ist cool. Wir könnten Trillo Smith wiederherholen. Quasi einfach einen Level 30 Charakter einfach mal da reinpacken. Warum nicht? Ich bin ja schon fast zu versucht, das zu tun. Aber halten wir uns erstmal noch mit dieser Gruppe auf. Ey, warum ist meine Gruppe nur zu viert? Da fehlt doch jemand. Aber links ist doch hier... annehmen. Ups. Kann ich noch einen mehr haben? Okay, ja, warum nicht, ne? 2, 4, 6 Leute. Ja, klar. Ich bin bereit. Das heißt, wir haben jetzt Insula, das Waldläufer, Level 5. Boah, wie viele Fankämpfer haben wir, ey? Viel zu viele. Boah, auf jeden Fall noch einen Nahkämpfer. Ah, du bist aber ziemlich geschickt gerade. Aber als Waldläufer würde ich dich auch lieber im Fernkampf halten. Boah, ey. Aber interessant. Sehr interessant. Cool, dass es geht. Ich freue mich. So, wie viel zum Level ab? Was? Oh, es geht noch. Wird. Das wird. Gut. Dann danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir sind in der Kreuzwegfeste. Juhu!